Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge hier bei mir auf der Holzer Map. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es freut mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wie gesagt, ich mache ja von diesem Let's Play dann Aufnahmen, wenn ich so die Zeit finde und wie es mir irgendwie machbar ist. Und ja, bisher bezieht sich das aufnahmentechnisch wirklich auch sonntags, dass da eine Folge rauskommt. Ich muss mal gucken, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch eventuell hiervon mehr wünschen würdet in der Woche. Wenn ja, dann werde ich das mal versuchen, dann in Zukunft mit einzuplanen. Und ja, lasst uns einfach hier mal weiter gucken. Und wie gesagt, wenn es euch gefällt, lasst mir gerne noch ein Däumchen nach oben da. Das würde mich sehr freuen und herzlichen Dank dafür. Und was mir aufgefallen ist, sehr viele von euch, sehr viele Nutzer, die unterstützen mich natürlich und sehen natürlich auch gerne die Videos. Und es ist natürlich auch so, dass sehr viele von euch noch gar kein Abo da gelassen haben. Wenn ihr das machen möchtet, und da wäre ich euch sehr dankbar dafür, das kostet euch nichts, wie gesagt, dann lasst gerne noch ein Abo da und ja, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video bei mir auf dem Kanal. So, aber das zum Intro und ja, wir sind jetzt hier, wie gesagt, an unserem Hof. Ich bin immer noch fasziniert. Ich könnte hier eigentlich so 20 Minuten, eine halbe Stunde pro Folge nur in der Gegend rumgucken, weil die Map einfach nur so schön und herrlich ist. Und ja, ich habe auch die Kommentare gelesen und ja, mir wurde dann auch mal in den Kommentaren zugetragen, dass es ein lieber netter Mensch den Weg auch zu mir hier gefunden hat und es ihn erfreut, dass mir der Hof so gefällt, weil er ihn nämlich gebaut hat. Der ist nämlich auch mit involviert in diese Karte, in dieses Projekt und. Und ich muss da auch nochmal ganz ehrlich sagen, das hast du wirklich echt mega gemacht. Mir gefällt der wirklich sehr. Also, ich sag mal, auch hier allein so die Einfahrt, ne, das ist so ein bisschen wie bei, ja, doch, kann ich schon sagen, wie bei uns damals auf dem Hof. Man kommt hier drauf und es ist einfach so. Es fehlt jetzt nur noch, dass hier der Oma aus der Tür kommt und hängt jetzt noch jede Wäsche auf, ne? Wisst schon, wie ich das und was ich meine, ne? Ja, das ist alles echt mega, mega schön. Hier eine Grillstelle, das ist echt schön, ist wirklich schön. Gut, so, aber wie machen wir natürlich jetzt hier in diesem Let's Play oder ich sag jetzt einfach mal in diesem Projekt weiter. Wir gehen erstmal rutschen. Nee, Spaß. Ich habe mir gedacht, dieses Thema Terra Life, da muss man sich auch rantasten, ne? Also bezüglich auch mit Kühen und prinzipiell mit den Tieren. Es gibt natürlich jetzt immer wieder und weitere Videos, wo natürlich erklärt wird, wie oder was man natürlich machen kann, was dazu benötigt ist für die Fütterungen und. Wenn mich nicht alles täuscht, guckt da gerne mal bei dem lieben Alien Paul vorbei. Der macht da nämlich auch Videos und erklärt das. Oder auch auf jeden Fall aus dem Modding-Team. Ich habe jetzt gerade den Moment wirklich nicht auf dem Schirm. Aber es gibt auf jeden Fall Videos, wo ihr natürlich auch sehen könnt, wie natürlich die gewisse Futterzusammensetzung ist und wie ihr, wo ihr was machen könnt. Ne? Gut, das sei mal an der Stelle gesagt. Aber ich denke mal, ihr wollt natürlich was sehen und nicht nur, dass ich hier in der Gegend rumgeister. Deshalb, wir haben, wie gesagt, ein Konto schon von 2,5 Millionen. Ne? Den habe ich jetzt einfach mal so gemacht. Also auch da sei nochmal gesagt, legt euch da bitte nicht so fest auf das Geld. Wir wollen einfach gucken und machen und tun. Ne? Ich kaufe jetzt erstmal unseren Hof. So, jetzt haben wir auch hier die ganzen Symbole endlich mal. Und das ist gut. Natürlich könnt ihr auch in der PDF, die bei der Karte dabei ist, natürlich auch gucken, wo ihr was reinfüllen könnt, wo die Trigger sind, was ihr machen könnt und. Hier habt ihr ja zum Beispiel auch die Kälber-Iglos und. Ne? Könnt ihr euch auch gerne mal die PDF durchlesen. Ich weiß, durchlesen und lesen ist nicht so jedermann, ist auch nicht meins. Ich probiere lieber gerne irgendwie was aus. Guck mal hier, haben wir sogar noch einen Apfelbaum. Hier können wir mit Wasser. Oh, schön! Nee, was ist das schön? Moment, jetzt muss ich doch mal gucken hier. Was haben wir denn? Aha. Entfeuchtete Luft. Aha.
Interessant. Hackschnitzel können wir in Energie umwandeln. Wohnhaus, Stall, Gundisch. Was ist denn hier das Y? Aha. Naja, gut. Ich meine, ne? Ach, guck mal hier. Weidegras, hier können wir das auch noch. Ah, das ist dann. Okay, alles klar. Jetzt habe ich das kapiert. Das ist dann diese Trocknungsanlage. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo die ist. Ist die hier? Tatsächlich. Guten Tag. So. Und das haben wir ja dann hier, ne? Also hier können wir das ja rausnehmen und hier einfüllen. Aha. Entfeuchtete Luft. Probieren geht über Studieren, ne? Oder wie sagt man? Das schalten wir mal an. Okay, das heißt entfeuchtete Luft. Das heißt, die Anlage ist an. Wenn mich das jetzt nicht alles täuscht, gehe ich mal so davon aus, dass er dazu dient. Wenn man das anmacht, hat er natürlich dann. Ach ja, hier kann man ja auch noch gucken. Bin zu dick. Komme hier nicht durch. Egal. Ja, gut. Hier hat man ja dann das Heu, was dann getrocknet wird. Das kann man. Oder wird er hier gelagert. Aber nochmal hierzu. Ich sehe, dass das hier. Ne, ich sehe das nicht, weil der Cam davor ist. Auf jeden Fall ist es so, ich muss mir dann noch was basteln in OBS, dass ich dann für solche Fälle einfach eine Taste drücke, da die Cam einfach verschoben wird. Muss mal gucken, wie ich das mache. Folgt aber in Zukunft auf jeden Fall, weil ich das ja auch für andere Projekte brauche. Auf jeden Fall, oder wartet mal, ich kann ja, so, ich mache da drunter, hier könnt ihr das jetzt sehen. Und guckt mal, und hier der steigt, das heißt, der saugt ja dann die Luft an. Die feuchte Luft oder die normale Luft, ne, und dann entfeuchtet er die und die nimmt er dann in Kombination für dann, ja, was man auch dann hier, Gras angewelkt, Weidegras, Pferdegras, Kräutergras, Feldgras, Klee, Kleegras, Luzerne angewelkt, ne. Ja, aber das ist doch schon zumindest mal ein Schritt, was man Heu. Das können wir ja mal angehen. Ne? So, was haben wir hier? Die 51. Was haben wir hier drauf? Das ist noch im Wachstum. Okay, was wäre Wiese? Okay. Haben wir denn hier noch irgendwo ein Feld, was eventuell erntereif ist? Weil ich muss das, wie gesagt, Leute, ich muss das ja auch erstmal in Erfahrung bringen. Ich sag mal, man könnte jetzt auch das alles über F12 machen. Nur ich habe jetzt, ich habe das noch nicht ausprobiert und ich habe irgendwie auch ein bisschen Schiss. Da bin ich ehrlich. Weil ich nicht weiß, ob ich mir da eventuell mit F12 in irgendeiner Weise irgendwas verhaue oder zerhaue. Es ist im Wachstum. Komm, wir gucken mal, ob wir irgendwo was haben, weil sonst gehen wir nämlich. Erntereif. Ich glaube, es ist noch nichts erntereif in dem Sinne. Nee, weil das ist ja alles noch grün. Ich sag mal, passt mal auf. Ich hab ne Idee. Um das einfach mal, hier haben wir ja eine Wiese, ne? Das ist die 51. Pass mal auf. Ne, Quatsch, ist die 49. Ist ja ne, ja, okay. Dann machen wir das so. Die kaufen wir uns jetzt mal. Ziehen uns mal die Precision Farming Werte. So. Weil ich noch nicht weiß, ob man das dann auch jetzt schon so im Wachstum ernten kann. Probieren wir das gleich erstmal aus. Aber um das auszuprobieren, brauchen wir natürlich Maschinerie. Das heißt, wenn ich jetzt noch hier über den Holzstapel, Dankeschön, komme. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken wegen Maschinerie. Das heißt, wir werden jetzt mal mähen. Wir werden jetzt erstmal auf das Thema Heu so ein bisschen eingehen. Wir machen nach und nach. Wir machen uns keinen Stress, ja? Mähtechnik. Ich denke mal, hier so Butterfly, das wird hier sehr uninteressant sein, von der Größe her gesehen.
ich würde da tatsächlich gerne mal hier auf sowas zurückgreifen wollen. 3 Meter, 2,70, 3,5, 3 Meter, 17. PS, da haben wir 2,6. Wie gesagt, also diese Mods hier, ja, hier machen wir noch das noch drauf. Das nehmen wir mal. Wir brauchen also 80 PS. Und dazu nehmen wir ja. Was nehmen wir denn da für ein Frontmehrwerk? Komm, wir nehmen hier das Standard. So, das heißt, wir brauchen mal mindestens 150 PS. Mindestens. So. Und da ich ja auch mal so ein bisschen in den Mods geguckt habe, auch bei Traktoren, da gibt es, also, ich sag mal irgendwo, ich würde gerne mal so deutsch-mäßig mich aufstellen, ne? Der ein oder andere, der sagt, oh ne, aber doch. Ich will ja auch mal ein bisschen Vielfalt reinbringen überall, ne? Ich sag mal, auf der anderen Seite haben wir auch hier den Fendt 310, LSA, da muss ich nochmal gucken, wo ich den her hatte. Den könnt ihr euch, der hat 170 PS, das wird ein bisschen was schwach sein. Oder obwohl, das wird gehen auf jeden Fall. Breitreifen und Gewicht. Das knallt schön. Rundumleuchte, links, rechts, Terminal. Rechts, das brauchen wir nicht, Auspuff. Extra, dann hat er die Klappe oben dran, Frontanbau, Fronthydraulik, Luftfilter klein, lass mal so, Frontladeanbau, Stoll, ja, den machen wir mal dran. GPS, denke ich mal nicht, dass wir den brauchen. So, und jetzt mache ich noch ein Nummernschild. Achso, das bleibt dann MB, okay. Dann machen wir folgendes. Dann machen wir Tobi und für Stalus. Und dann machen wir da 92. 92 ist nämlich mein Baujahr. So, jetzt kann der ein oder andere sich ausrechnen, wie es vom Alter ist. Gut, so, das haben wir mal. Schön. Also, wer sich jetzt fragt, oh, Stark, wo hast du den her? Muss ich noch mal gucken, den habe ich auf jeden Fall von einem Discord-Server. Der steht auch für alle zum Download. Muss aber da wirklich noch mal gucken, wo genau das war. Ich glaube, proportional ist das Frontmehrwerk ein bisschen groß. Ich glaube, nicht so abgesenkt ist. Okay. So. Sehr schön. So, dieser Träger, der hat natürlich auch hier mit Interactive Control, ihr könnt hier aufmachen. Ihr habt auch, ups, da hattet man gerade ein bisschen, könnt auch hier alles aufmachen. Finde ich sehr, sehr schön. An der Seite, die Türen und. Ach, guck mal hier. Hier sind also meine Handschuhe. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ja. Komm, dann mach mal zu, dann ist es ein bisschen leiser. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, wenn ihr jetzt F1 anmacht, ihr könnt natürlich den Aufbereiter noch anmachen. Und dann schaltet ihr durch. So, und jetzt haben wir auf jeden Fall alle Aufbereiter an. Ja, dann fahren wir doch jetzt mal zu unserem Feld. Fahren wir jetzt mal eine schöne Tour da hoch. Finde ich sehr, sehr schön. Und ja, und dann fangen wir doch mal an zu mähen, ne? Und nochmal, wie gesagt, also die Folgen, die werden auch hier dann immer ein bisschen was länger. Ich glaube, da tut dem ja auch keinen Abbruch. Weil, ich sag mal, allein dieses Ambiente oder die Karte, das ist halt einfach,
Es ist halt einfach schön, ne? Ja doch, ich glaube, die Mähwerke sind proportional zum Trecker doch ein bisschen was groß. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Ja, Leute, ich bin echt gespannt, was das noch hier so bringt auf dieser Karte mit Terra Live. Ich bin gewollt, mich auch damit auseinanderzusetzen. Nehme das aber nicht auf die leichte Schulter, weil es tatsächlich sehr umfangreich ist und es bedarf Zeit. Das hast du nicht mal gerade in 10 Minuten alles hier, ne? Also das sollte jedem auch irgendwo klar sein. Da muss man sich mit befassen. Auf der einen Seite sage ich auch, ich sag mal, wenn es die Möglichkeit gibt, ich glaube, die Ersteller, das Team, wie auch immer, ich glaube, die würden sich noch einen riesen Gefallen tun, einen riesen Gefallen, wenn die ganzen Karten, die jetzt mit Terra Live bestückt worden sind und die rausgebracht worden sind, wenn sie diese Karten rausbringen würden in einer Standardversion ohne Terra Live. Alle Karten. Ich glaube, das würde einschlagen wie eine Bombe. Bin ich felsenfest von überzeugt. Allein die Arbeit, die hier reingesteckt worden ist mit Terra Live in die Karten, das ist der Wahnsinn. Das ist der pure Wahnsinn. Definitiv. Bin aber auch gleichermaßen davon überzeugt, wenn diese Karten ohne Terra Live kämen, vielleicht, sag ich mal, mit der einen oder anderen Feldfrucht mehr, ich rede jetzt mal von, keine Ahnung, von Klee, Luzerne, dann vielleicht noch Roggen, Triticale oder so, das reicht, ne? So, dass man so 3-4 Früchte mehr hat, zum Beispiel sowas wie Baumwolle oder so, das kann man ja rausnehmen, weil in der Region wird ja keine Baumwolle angebaut, so ist mein Denken. Und das gibt dann wieder Platz für eine andere Frucht, ne, sozusagen. Und wenn diese Map, ich rede jetzt mal von der Holzer-Map, wenn die rauskommen würde, ohne Terra Live, dann sollst du mal sehen, was so in dieser ganzen Community los ist. Ich würde wirklich behaupten, das geht steil. Bin ich felsenfest von überzeugt. Ich würde trotz alledem weitermachen mit Terra Live, würde aber tatsächlich privat für mich ohne Terra Live spielen auf der Holzer Map, oder es würde sogar noch so sein, dass ich sage, okay, wir machen wirklich zwei Projekte parallel, das eine mit Terra Live und das eine ohne, und probieren uns einfach nur aus. Also auch da könnt ihr mir wirklich mal eure Meinung und auch Ideen einfach mal mitteilen und schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und jetzt suchen wir erstmal noch hier die Einfahrt. Ach, hier. Hier ist sie. So, und jetzt ist natürlich die Frage, ob wir schon mähen können oder auch nicht. Gucken wir jetzt mal. So, alles ausklappen. Fällt mir gerade diese Szene von Werner ein, wo die auf dem Campingplatz sein. Wer schon nicht zusammenklappen? Was macht die so yonder? Muss noch kurz abschmecken, ist gleich fertig. Wer schon nicht zusammenklappen? So. Und mäht er? Er mäht, super. Ja, mega. Läuft. Sehr, sehr gut. Upp. Sehr, sehr schön. Ja, cool. Dann würde ich sagen,
sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder und dann machen wir hier weiter. Ich werde nicht vorarbeiten und gar nichts. Wir machen einfach da so unverblümt dann weiter. Und ja, freut mich, dass ihr alle da seid. Wie gesagt, lasst gerne noch ein Däumchen oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr das auch so feiert wie ich, die Map oder prinzipiell auch dieses ganze Vorgehen hier, alles in Ruhe und eins am anderen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal einschaltet. Vergesst, wie gesagt, den Däumchen. Und alle, die noch kein Abo da gelassen haben, würde ich mich noch drüber freuen. Macht gerne auch noch die Glocke weg, lasst ein Abo da, kostet euch nichts. Würde mich sehr freuen. Ich sage Dankeschön und ja, sage Ciao, Tschüss, Servus, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.